Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Movox Meerroboter RM30 Lee. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Meerroboter für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Meerobo unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, sein eigenes grünes Paradies auf Vordermann halten ist auf jeden Fall super wichtig. Heutzutage musst du das aber gar nicht mehr selber machen. Du könntest einfach einen kleinen, putzigen, Roboter mehr die Arbeit für dich erledigen lassen. Viele Leute sind da skeptisch. Ja, aber ist das so genau wie ein normaler Rasenmäher? Funktioniert das überhaupt so gut? Also, in der anfänglichen Zeit waren diese Mährobos vielleicht noch nicht so optimal, aber heutzutage kann man sagen, dass die wirklich auf einem guten Niveau sind, also wirklich sehr überzeugende Arbeit leisten. Und so gefällt mir auch dieser Mähroboter in Sachen technischer Ausstattung sehr gut. Was du bei diesem Mährobo bekommst in Sachen Funktionalität und Qualität, kann sich in meinen Augen auf jeden Fall sehen lassen. Man muss aber ganz klar dazu sagen, dass es viele verschiedene Mährobos für verschiedene Preisklassen gibt. Hier musst du dir also in erster Linie selber die Frage stellen, ja, zum Beispiel, wie groß ist dein Garten? Was gibt es vielleicht bei der Steigerung zu beachten? Denn da unterscheiden sich die Mährobos dann doch noch teilweise ziemlich immens. Also guck dir mal, welches Modell am besten zu deinem Grundstück passt, denn danach solltest du den Kauf natürlich ausrichten, denn jedes Gartengrundstück ist anders. Ich kann hier deswegen insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Mährobos bewerten und das gefällt mir in der Tat sehr gut. Sprich, was du hier an technischer Leistung und Funktionalität zu diesem Preis bekommst, da bin ich der Ansicht, dass das definitiv ein faires Angebot ist. Man muss aber sagen, es gibt Dutzende Mährobos auf dem Markt, wahrscheinlich sogar Hunderte, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Das solltest du im Hinterkopf behalten und einfach mal schauen, hey, welches Modell passt denn am besten zu meinem Garten? Was ich auch niedlich finde an den Mährobos, dass es auch ausgerechnet noch so kleine Garagen für sie gibt, ja, wie so eine Art, ja, dass sie wie so eine Art kleines Auto sind. Oder die erinnern mich auch sehr stark an diese Saugrobos, die sich auch inzwischen großer Beliebtheit erfreuen. Also von der Optik her erinnern die mich ganz stark daran, obwohl die natürlich komplett unterschiedliche Bereiche abhandeln. Aber ja, fällt mir mal so ein bisschen dazu ein. Die Optik von diesem Mährobo hier gefällt mir echt gut. Sieht modern aus, passt, denke ich mal, in die meisten Gärten. Aber die Funktionalität steht ohne Frage im Vordergrund. Und ich bin der Ansicht, dass das hier in der Tat gegeben ist. Sprich, die technische Ausstattung, wenn du mich fragst, kann sich sehen lassen, was diesen Mähroboter anbetrifft. Ja, gut. So viel dazu. Das Amazon-Angebot zum Robotermäher werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber bei deiner Auswahl weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag in deinem eigenen grünen Paradies. Alles Gute, ciao.